Wer sind Sie überhaupt? Wir sind das Preiskomitee der Lotterie vom Lesering Ihrer Frau. Und wir würden ihr gern mitteilen, dass sie den ersten Preis gewonnen hat. Ihr habt ja wohl einen Hammer. Hey, das ist doch ein Witz, oder? Nein, Sir, das ist kein Witz. Wir würden es Melba gern persönlich sagen. Oh, meine Güte, das ist doch ein Witz. Sie ist nicht da. Cut. Menschen, die in Wohnwagen wohnen, trifft man nie an. Wissen Sie vielleicht, wann Sie zurückkommen? Nein, aber ich kann den Scheck für Sie in Empfang nehmen. Nein, 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 das können Sie nicht. Er ist ohnehin nicht ohne weiteres einlösbar. Da machen Sie sich etwas Falsches vor. Also, was willst du von mir? Oh, es tut mir so leid, Mom. Wir haben eine Menge Probleme miteinander, aber ich muss Melba sehen. Ich glaube nicht, dass sie dich sehen will. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Doch inzwischen ist mir wieder klar geworden, ich liebe sie. Wirklich. Und ich brauche sie. Es ist, als ob ein Teil von mir fehlt. Ich nahm an, das Teil überlässt du inzwischen Harry. Ach was, das war doch nur ein Ausrutscher. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich sie liebe. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich sie wieder haben will. Oh, Flint, wenn das wirklich so ist, dann tut es mir wirklich leid für dich. Oh, bitte, Mama, sag ihr, dass sie wieder nach Hause kommen soll. Ich würde nichts lieber tun als das, aber sie hat gestern Abend die Stadt verlassen. Wie verlassen? Sie hat sich ins Auto gesetzt und ist losgefahren. Tut mir leid, mein Lieber. Fühlen Sie sich wohl? Mhm. Und sind die Haare schon ausgefallen? Mhm. Wo ist sie hingefahren? Wann kommt sie wieder? Das kann ich dir gar nicht sagen. Red doch keinen Quatsch. Melba würde dir mal sagen, wo sie hinfährt. Dann habe ich das vergessen. Das arme Mädchen war so verzweifelt, weil du ihr das angetan hast. Da ist sie Hals über Kopf abgehauen. Kann du weißt, wo sie ist. Raus mit der Sprache. Und wenn nicht? Was tust du, wenn ich nicht rede? Ich reiße hier alle Lockenwickler aus. Lass die Frau los. Sag mir, wo sie ist. Wo wollte sie hinfahren? Sag mal, spinnst du? Ich rufe die Polizei. Das ist mir doch scheißegal. Sag mir, wo sie ist. Ich weiß es nicht. Sie sagte, sie wollte schon immer mal eine Freundin besuchen, die sie noch aus der Schulzeit kennt. Eine Schulfreundin? Welche denn? Hör auf, Flint. Lass endlich ihren Kopf los. Welche Freundin? Ich weiß es nicht. Warte mal, da fällt mir ein, die war in der Schulzeit Cheerleader-Anführerin. Schreien Sie nicht rum, er hält sie ja gar nicht mehr fest. Dottie Delgado, das ist heiß, sie ist in Vegas. Woher willst du wissen, dass sie in Vegas ist? Wenn's dir eine so gut besorgt, hältst du den Kontakt.